Erinnert ihr euch, dass ich die letzten 2 Jahre auf der Reise nach der besten braunen Mascara war? Und ihr habt sie mir gezeigt und dafür ein großes Dank. Und als Dankeschön sage ich euch, wie ihr die alle für fast umsonst bekommen könnt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, denn Folgendes hat sich zugetragen. Ich hole kurz ein bisschen aus. Ich hatte ja die letzten 2 Jahre die perfekte braune Mascara für mich gesucht. Und ich habe wirklich, also ich will nicht übertreiben, aber es waren bestimmt 25 braune Mascaren. Und eine Maus aus der Community hat mir gesagt, Maxim, probier die Eveline Varieté Mascara in Braun aus. Ich habe das gemacht, ich habe es euch auch schon gezeigt. Und das ist sie. Und das ist sie. Und die zeige ich euch heute. Und zusätzlich dazu dachte ich mir, zeige ich euch einfach noch ein paar weitere Eveline-Produkte. Ich habe von Eveline schon ein paar Produkte gehabt, habe aber nie so wirklich ein Full-Face-Eveline-Cosmetics geschminkt. Und das machen wir heute auch. Und als Dankeschön für euch habe ich mit Eveline einen kleinen Deal ausgemacht. Und zwar gibt es mit einem Code und ab 25 € gibt es die Mascara einfach gratis dazu. Weil das ist die beste braune Mascara. Alle Informationen im Laufe des Videos und unten. Wir starten einfach mal. Ich würde euch bitten, der Community und mir auch vielleicht noch ein paar eurer Eveline Cosmetics Produkte in die Kommentare zu schreiben. Schreibt wieder euren Hauttypen dazu. Wie alt seid ihr? Was macht ihr so? Und vielleicht eure liebsten Produkte. Ich glaube, das hilft uns in der Community kollektiv immer am meisten. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Das Video ist kein First Impression, sondern ich habe einige Produkte schon benutzt und deswegen starten wir hiermit. Das ist der Wonder Match 3-in-1 Serum Primer. Anti-Aging Moisturizing Daily Protection. Die Textur ist ganz spannend. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine dicke Creme, riecht ganz zart und ist so weich. Das ist eher wie so eine Pflege. Sie hat einen Lichtschutzfaktor von 20 mit drin, ist jetzt ganz gut für den Winter, ne? Wenn man schon einen leichten Lichtschutzfaktor vielleicht drunter hat. Vitamin E und der zieht super, super schnell ein. Der hinterlässt nicht so ein speckiges Gefühl. Erinnert ihr euch noch an meinen Primer, der war auch so ähnlich. Eine ganz leichte Textur, zieht super schnell ein und hinterlässt auf der Haut einfach so ein gepflegtes Gefühl. Nicht zu klebrig, nicht zu rutschig, ohne dass es zu glänzend ist. Also genau richtig. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ich probiere immer zu schauen, für wen könnten die Produkte sein. Und Eveline ist, falls ihr das nicht wusstet, die Nummer 1 Make-up-Brand auch in Polen. Und ich finde das ganz gut, dass wir jetzt auch mal langsam so ein paar neue Marken herkriegen. Und das ist nämlich ganz schön viel Konkurrenz für die Drogeriemarken, die wir hier haben. Primer hält super, super gut. Der zieht wirklich sehr, sehr schön ein. Er mattiert nicht unbedingt, er gibt aber auch nicht einen Glow, sondern er pflegt die Haut einfach. Und das ist so ein Produkt, da machst du nichts mit falsch. Ihr habt aber Peptide mit drin. Also das macht das Make-up so gleichmäßig und dafür ist das sehr, 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 sehr gut. Übrigens, ich verlinke euch die Produkte einfach mal unten. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Eveline sagt, ihr habt eine Lieferung innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Also es geht wirklich super, super schnell. Genauso lange, wie wenn ihr irgendwo anders bestellt. Die meisten Produkte von Eveline sind auch vegan, welches Produkt mir sehr, sehr gut gefällt. Also ihr werdet sehen, ich kenne die Produkte schon. Ich kenne auch einige schon. Ich habe sie in den letzten Wochen benutzt. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit der Farbe, weil sie einfach ein bisschen zu hell ist. Aber wir kriegen das hin, denn ein Produkt, ich habe es unterschätzt. Ich habe es wirklich unterschätzt, dazu kommen wir aber gleich. Das ist die Wonder Match Foundation. Skin Absolute Perfection. Vegan Friendly, Oil Free, Second Skin Finish, 24 Stunden Satin Finish, Hyaluronsäure, Thermalwasser und Mikrobiom Protection. Und das finde ich super spannend, weil wir das Mikrobiom, das haben wir ja schon oft thematisiert hier bei uns, ne? Allerdings meistens in Skincare. Die Foundation ist ein sehr gut deckender. Ich habe die Farbe 15 Natural hier. Wie gesagt, die ist ein bisschen hell, aber wir kriegen das hin. Und ich mache euch einfach nur mal eine halbe Seite. Ich habe so ein bisschen überlegt, an welche Foundation die mich erinnert. Und Tatsache finde ich, dass die am nächsten zu der Huda Beauty Easy Blur Foundation ist. Ganz spannend. Die habe ich ja erst neu bekommen. Also ich hatte die vorher. Und ich habe bei der Huda Beauty schon so ein bisschen überlegt und habe die neulich auch nochmal verglichen. Die sind sich sehr, sehr ähnlich vom Finish her, von der Haltbarkeit her. Sehr natürliches Ergebnis. Ich trage die einmal hier auf. Ihr könnt die sehr gut aufbauen. Die fixiert sich sehr, sehr gut selbst. Sieht einfach so natürlich aus. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr das einmal sehen könnt. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte die jetzt auch in Amsterdam mit. Ich war ja vor ein paar Tagen in Amsterdam und wollte die einfach nochmal so ein bisschen in einem anderen Setting testen. Die meisten Foundations, wenn ich sie hier trage, da trage ich ja wirklich nur eine sehr dünne Schicht. Ich trage selten Puder, aber bei so Events oder wenn ich viel unterwegs bin, dann ist das natürlich nochmal so ein kleiner Härtetest für so eine Foundation, ne? Und ich glaube, in so extra Situationen kann ich Produkte einfach nochmal deutlich, deutlich besser testen. Ihr könnt Deckkraft gut aufbauen, aber ich würde sagen, das reicht tatsächlich schon. Ihr seht es, die Foundation ist richtig, richtig natürlich, so ein paar Unreinheiten habe ich. Die hat sie farblich gut korrigiert. Die betont die Textur nicht. Sie sieht einfach
wirklich aus wie so ein Second Skin Finish. Ich habe natürlich jetzt den Primer drunter, der natürlich so einen kleinen Glow noch mit dazu gibt. Ich sage euch aber gleich, wie wir sie richtig, richtig gut fixieren können. Ich finde sie schon sehr ähnlich zu der Easy Blur Foundation. Sie hält aber auch sehr gut. Also ich glaube, das ist so eine Allrounder Foundation. Ich zeige euch die Produkte jetzt einfach, dass ihr mal so ein Gefühl für die Produkte bekommt. Und um euch vielleicht so eine kleine Inspiration zu geben, selber einfach mal auf der Webseite zu schauen. Denn ich kann natürlich immer nur begrenzt was zu den Produkten sagen. Eine Sache, und jetzt kommen wir zu dem Produkt, was mich wirklich komplett aus den Latschen gehauen hat. Es gibt bei Avalon verschiedene Kollektionen und die sind immer sehr, sehr groß. Und ich habe einmal die Varieté-Kollektion gekauft und einmal die Chocolate-Kollektion oder die Schoko-Glamour-Kollektion. Es gab zwei Produkte. Einmal die Wondermatch-Reihe mit dem Liquid Bronzer und Contour und aus der Schoko-Glamour den Creamy Bronzer. Pass auf. Und ich habe das irgendwie nicht so verstanden. Das ist ein kleines Metalldöschen mit Squalan-Vitamin E, ein Bronzer. Das ist einfach so eine Creme. Und das ist so praktisch für unterwegs gewesen. Ein ganz, ganz zarter Duft, aber nicht so intensiv. Das Produkt ist aber pigmentiert. Und ich gehe damit jetzt einfach mal hier so ein bisschen lang. Ich habe hier die Farbe 02, die ist ein bisschen kühler. Das ist ein richtig schöner Konturton. Super cremig, super leicht. Und das ist so ein Produkt, und das ist so spannend gewesen, weil ich probiere immer zu vergleichen. Und das war so ein Produkt, das war, du hast es nicht gesehen auf der Haut, aber du siehst den Effekt auf der Haut, weil die Textur so ganz leicht ist. Also extrem pigmentiert, aber durch das Squalan ist das halt sehr, 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 sehr leicht. Eigentlich färbst du damit nur die Foundation ein und packst nicht noch eine zusätzliche Schicht mit drauf und arbeite damit auch ein bisschen grobflächiger. Ich habe ja nämlich noch keinen Concealer aufgetragen. Und das war so ein schönes Finish. Damit kannst du die Foundation wieder farblich so ein bisschen anpassen und die Haut kriegt einfach so einen gesunden Look. Die gibt nicht zusätzlich Glanz, die gibt nicht zusätzlich irgendwie so eine dicke Schicht mit drüber und ist die perfekte Farbe, die zwei. Es gibt die auch noch ein bisschen wärmer, die war mir persönlich ein bisschen zu warm, aber da haben wir natürlich noch mehr. Es gibt ja auch diese Wondermatch-Reihe, die ist sehr praktisch. Ihr habt wirklich wie so ein Concealer-Füßchen und der ist deutlich wärmer, ne? Das sieht man schon direkt, dass das eine ganz, ganz andere Farbe ist. Die kann man da gut mit reinmischen. Ich nehme nur eine ganz kleine Menge. Und packen wir den hier mit rüber, um das so ein bisschen aufzuwärmen. Es wird jetzt ein bisschen mehr. Ich habe ja noch keinen Concealer aufgetragen. Und gebe das einfach mit rüber. Und du kannst damit wirklich das Gesicht richtig, richtig gut sculpten. Ich liebe es, neue Produkte auszuprobieren. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ein First Impression gedreht hätte, weil ich glaube, dann wäre... Also ich hoffe, ihr kriegt meine Begeisterung dann so ein bisschen mit. Weil wenn ich Produkte das erste Mal benutze, ist natürlich die Reaktion auf die Produkte immer noch mal eine andere, als wenn ich euch die Produkte... Oder wenn ich die Produkte schon kenne und sie euch dann zeige. Aber es funktioniert halt einfach gut. Was mir ein bisschen besser gefällt als die aus der Wondermatch-Reihe, die Liquid-Produkte, sind die Liquid Blushes. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier nur zwei. Einmal die Farbe 01 und die 05. Die 05 ist ein bisschen dunkler und die 02 ist so ein bisschen heller. Ein bisschen heller ist gut. Deutlich, deutlich heller. Auch hier, weniger ist mehr. Die Produkte haben es wirklich in sich und das hatte ich... beim ersten Mal so ein bisschen unterschätzt, aber hier geht es um Textur. Also das habe ich schon gemerkt, dass die Produkte wirklich sehr texturfokussiert sind und das hätte ich nicht gedacht. Ich setze das hier einfach rüber und du hast, und das ist der Vorteil, wenn die Produkte aus derselben Reihe kommen, die Produkte vertragen sich miteinander. Und jetzt müsst ihr euch das immer bitte von Namen anschauen. Schaut euch die Haut an. Schaut euch bitte einmal diese Haut an. Wenn dieser Pickel jetzt hier nicht wäre und dieser hier, der ist fast parallel, schaut euch diese Haut an. Skin ist Skinning. Ganz, ganz weiche Textur. Unglaublich natürlich. Und kennt ihr das Gefühl, wenn man so eine rutschigen Produkte im Gesicht hat? Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt abpudern muss. Complexion-Produkte, Avalon wirklich Hut ab. Hut ab. Complexion ist nämlich ein bisschen schwieriger als so ein Lidschatten. Okay, aber gute Complexion-Produkte hinzukriegen ist super, super schwierig. Und dann bei dem Preis, ne? Also wir sind ja hier wirklich in einem Preissegment, was im unteren Bereich ist. Also Base wirklich super, super schön. Meine Lippen waren noch so ein bisschen trocken. Das ist jetzt neu, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Durch das ganze Fliegen jetzt die letzten Tage habe ich aus der Schoko Glamour-Reihe hier ein Nourishing and Moisturizing Daily Glow Serum Lip Balm. Kommt in so einer Quetschtube. Praktisch für unterwegs, denke ich. Das ist eine Farbe. Ja, eine ganz leichte pinke Farbe. Das schmeckt ein bisschen nach Schokolade. Aber nicht so süß. Ja, so eine 70-prozentige, würde ich sagen. Es gibt auch noch die Concealer. Auch die sind gut. Die sind sehr deckend, muss ich sagen. Ich glaube, ich will heute keinen Concealer tragen. Bin ich ehrlich. Weil die Foundation einfach schon so, so schön ist. Oder vielleicht einen kleinen Punkt kommt hier. Bisschen hier. Bisschen hier.
Und hier hinten, um so einen leichten Lichtpunkt zu setzen, gibt es auch in einigen Farben spannende Untertöne. Ich habe jetzt die Farbe 20 Peach genommen. Hat auch hier, ne? Der ist aus derselben Reihe wie die Foundation. Ist also auch nicht so trocken, nicht so cakey, sondern eher sehr leicht. Ich arbeite im Moment total gerne mit so einem Pinsel und gebe mir hier so einen kleinen Highlight-Punkt hin. Und mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, kann ich jetzt hier alles so ein bisschen verblenden. Ich habe ja ein bisschen mehr Blush und ein bisschen mehr Bronzer benutzt heute. Und damit kann ich jetzt hier so ein bisschen rübergehen und die Konturen einfach weicher machen. Und du siehst jetzt keine Übergänge mehr. Wir machen First Impression. Das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Das ist das Wonder Match Puder. Translucent Loose Powder mit Amethystenstaub aus der Wonder Match Reihe. Ich denke mal, dann sollte das ganz gut mit der Foundation funktionieren. Ihr habt hier so eine Quaste mit drin. Könnt das hier aufmachen. Siegel. Es riecht nicht. Und ich schnappe mir jetzt erstmal, weil ich es noch nicht kenne, einen fluffigen Pinsel. Gehe hier rein, arbeite das gut in den Pinsel ein und fixiere jetzt erstmal nur leicht. Die Oberfläche hat sehr, sehr gut mattiert, ohne Streifen zu machen. Also mit so einem Pinsel, ich bin im Moment so eine Pinselmaus. Poren weg, aber seht ihr das? Das ist nicht so trocken. Ist wie die Foundation. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Die Foundation ist ja auch eher so semi-matt, wenn du sie antrocknen lässt. Aber nicht trocken. Genauso wie das Puder. Mattiert es, nimmt diesen überschüssigen Glanz weg. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich überlege kurz, wie ich das am besten beschreiben kann. Also, es mattiert, es fixiert, aber es nimmt nicht so den, zieht nicht so die Feuchtigkeit aus der Foundation. Ich glaube, das ist ein Puder, wenn ihr eine reifere oder eine texturierte Haut habt, die Puder braucht, aber nicht trocken werden soll. Wisst ihr, was ich meine? Also, oft haben viele Leute das Problem, wenn sie eine texturiertere Haut haben, egal ob durch Falten oder Unreinheiten, dass sie zu viel Puder das Ganze betont. Das sieht sehr weich gezeichnet aus, ohne dass es trocken aussieht. Spannend, spannend. Das hat mir gut gefallen. Jetzt kommen wir zu Produkten, die ich selber persönlich noch nicht kenne. Die Foundation und so, da kann ich, ne, das bringt nichts, wenn ich euch da eine kurze Review gebe. Wir kommen jetzt mal zu den Augen. Es gibt noch eine Palette. Ich glaube, die brauche ich jetzt aber nicht, aus der Wonder Match-Reihe. Face Contouring Palette. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Blushes, Bronzer, Highlighter und so ein zarter Highlighter. Bisschen auf die Nase für unterwegs. Ich bin ja so eine Liquid-Maus. Denn ich nehme jetzt hier nochmal den Liquid Bronzer und Contour. Ganz bisschen auf meine Hand und so einen fluffigen Pinsel und gebe mir den als Lidschatten hin. Für so einen ganz leichten Hauch. Das Schöne ist, der fixiert sich ja von selber. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen rüber und färbe damit ja eigentlich nur die Foundation ein, sodass da nichts bröckeln und nichts cakey werden kann. Und dann schnappe ich mir das hier. Das ist nämlich dieser Bronzer da drin. Und fixiere das damit. Eine schöne Kombination aus warm und kühl. Betont das Auge sehr schön. Gehe gleich hier unten nochmal hin. Ich weiß nicht, im Moment, ne, so diese herbstlichen Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Reicht ja eigentlich schon, aber ich habe noch was. Als ich das gesehen habe, wusste ich, das muss ich benutzen. Aus der Choco Glamour Reihe, dieser Lidschatten. Moon Sparkle, if you know, you know. Das ist ein einziger Lidschatten, ganz weich. Sehr intensiv. Er hat so einen richtig schönen groben und feinen Glitzer. Und den einfach hier rauf. War schon fast zu viel. Nur so ein Hauch. Das betont so. Und das ist kein loser Glitzer. Ne? Es gibt ja diese Glitzer-Lidschatten, die so lose sind. Die bleiben, also die fliegen dann durch die Gegend. Der hat schon eine Base. Also den kriegst du, der fliegt nicht durchs Gesicht. Und da wir gerade bei Braun sind und ihr so schön nah dran seid, aus der Varieté-Reihe, passend zu der Mascara, der passende Eyeliner. Braun. Das ist braun. Das ist nicht schwarz, das ist ein warmes, warmes Braun. Ich würde sagen, das ist ein Eyeliner gewesen. Erinnert ihr euch vor 3, 4 Jahren? Wäre niemals so passiert. Der ist nämlich ganz lang, feine Spitze. Das sind einzelne Haare, sodass sie nicht so umknicken. Das ist doch die perfekte Farbe. Gerade wenn ihr gerne Eyeliner tragt, aber schwarz ist ja immer sehr aufdringlich. Ist so ein brauner Eyeliner, glaube ich, immer perfekt dafür. Hier vorne noch ein bisschen. Und jetzt, für alle, die sie noch nicht kannten, die Mascara. Ich muss kurz dazu sagen, was ist meine Mascara, was ist mein Wunsch, den ich bei Mascara habe. Ich möchte, dass sie braun ist. Ich möchte, dass es ein warmes Braun ist. Und ich möchte keine Fliegenbeine haben. Also ich hätte am liebsten so eine No-Make-Up-Make-Up-Mascara, die nur die einzelne Wimper nimmt, sie braun macht, ein bisschen dicker und ein bisschen länger. Aber nicht so viel. Trust and believe. Ich hole mir das Wimpernzänkchen. Bürstchen, rund, ein bisschen breiter in der Mitte, ein bisschen spitzer oben. Und du gehst da durch. Zack, zack. Das schmiert nichts, die ist nämlich nicht so flüssig. Ein warmes Braun, ohne Klumpen, ohne Schmieren. Die trocknet schnell an, die ist gut. Ihr könnt einfach immer wieder rübergehen, wenn ihr wollt, wenn ihr mehr haben wollt. Und das sieht so harmonisch aus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Eyeliner, Lidschatten, Bronzer,
Braun, warm, Herbst, holt die Blätter raus, es kann regen, stürmen oder schneien, denn ich strahl selber. Wieder Sonnenschein. Wie lange haben wir gesucht? Für alle meine Günstmäuse, die gerne Produkte mögen, die ähnlich aussehen wie andere, habe ich den Lip Liner aus der Varieté-Reihe in der Farbe Dark Rose. So ein richtig schöner Roséton. Ist halt eigentlich meine Lippenfarbe, ne? Und oben rüber den Vinyl Gloss Liquid Lip in der Farbe 01 Ruby Chocolate. Das ist so ein Vinyl-Produkt, ne? Die halten, haben aber einen Glanz. Ich könnte so ins Büro gehen, ich könnte so shoppen gehen, ich könnte ein bisschen mehr machen, ich könnte ein bisschen weniger machen. Das sieht so, so schön aus. Und die Kombination, gerade, ich glaube, hier, ne, hier geht es so ein bisschen auch um die Texturen. Oh nein, ich habe den Liquid Eyeshadow gefunden. Um die Texturen, um die Farben, die ähnlich sind. Preis-Leistungs-Verhältnis, naja, natürlich sowieso absolut keine Frage. Es sieht einfach sehr edel aus. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist so eine Make-up-Brand, die ist super erschwinglich. Das Packaging ist schlicht, das Packaging ist einfach. Vielleicht jetzt hier bei der Schokoreihe ist ein bisschen mehr. Aber die Formula, die ist die, die so krass ist. Es sieht einfach wahnsinnig hochwertig im Gesicht aus. Du kannst damit so schöne verschiedene Looks machen. Du hast eine Vielzahl an Produkten. Und ich habe einfach dieser Firma diese Mascara zu verdanken. Was soll ich dazu sagen? Also das ist ein so, so schönes Produkt. Die schmiert nicht, die bröckelt nicht. Ist sie wasserfest eigentlich? Full Volume, Ultra Length. Die ist zwar nicht wasserfest, aber die hält. Die hält einfach wirklich gut. Und das Make-up sieht schön aus. Ich bin super, super gespannt, wie ihr die Produkte findet. Ich schreibe euch alle Informationen, wie ihr an dieser Mascara kostenlos kommt, unten in die Infobox. Vielen, vielen Dank an Eveline für diese Mascara und für die coole Aktion, die wir gemeinsam umsetzen können. Und Maxim aus dem Schnitt nochmal. Übrigens, ihr findet Eveline Cosmetics mittlerweile auch bei Amazon und sogar bei Notino. Also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, auch da gibt es die Produkte. Ich liebe das Make-up und ich glaube, ihr werdet es auch lieben. Tschüss.